Herzlich willkommen heute hier beim Caster Wirtschaftstreff. Ja, und es ist ein schöner Anlass, mit Ihnen heute Abend eine Festivität wie diese zu begehen. Und zum Glück muss ich das heute Abend nicht alleine beginnen, denn ich habe charmante und eine gastgebende Begleitung, die Sie vorhin schon kennengelernt haben. Meine Damen und Herren, heißen Sie herzlich willkommen, Yvonne Peters vom Autohaus Moll. Ja, herzlich willkommen. Ein schicker Wagen und der große Kinospot war mit dabei. Da sind wir ja hier im Kino gelandet, mitten in Karst. Ganz großes Kino. Und die Autohaus Moll Unternehmung hat sich in der Unternehmerschaft hier eingebracht, ist auch Bucher bei unserem später vorzustellenden Objekt, den Karst der Erfolgsmomenten. Und dabei macht mich besonders freudig, dass die Unternehmung Autohaus Moll in Karst angekommen ist. Ja, da bin ich auch ganz glücklich drüber und vielen Dank dafür, dass wir so gut aufgenommen wurden. Das Unternehmen beteiligt sich mit all diesen Herrschaften an diesem schönen Caster Wirtschaftstreff und ich darf noch einen herzlichen Applaus bitten für die Gastgeberrolle hier im Autohaus. Mit einem charmanten Lächeln wollte ich Sie herzlich begleiten zu Ihrem Platze. Und liebe und Yvonne Peters wird auch begleitet natürlich vom Geschäftsführer Herrn Tim Moll. Der 25. Caster Wirtschaftstreff ist in der Stadt und der ist begonnen mit einer wunderbaren Erläuterung von unserem langjährigen Sprecher und ein herzliches Dankeschön daher an unseren beliebten und allseits geschätzten Hajo Driessen. Hajo Driessen macht das mit Inbrunst und er hat mir die Rolle heute übertragen, das hier zu leiten. Ich danke dir sehr für das Vertrauen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, was wir heute Abend vorhaben. Denn dieser Abend soll etwas ganz Besonderes sein. Wir haben uns, ich denke, das merkt man, ein bisschen Mühe gegeben und wir haben auch schöne Gäste da, nämlich Sie. Deswegen danke ich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich freue mich natürlich, dass ich heute Abend hier Ihr kleiner Gastgeber sein darf, denn es geht nicht nur um mich, es geht um so viele Dinge, die hier heute Abend geboten sind auf der Leinwand. Ich hoffe auch, zauberhafte Klänge gehören dazu und dann sind wir dann hoffentlich in anderthalb Stunden circa einen großen Schritt weiter mit der Wirtschaftsförderung am Erfolgsstandort Karst. Er ist nicht nur einer von uns, er ist auch, glaube ich, gerne unter uns und herzlich willkommen daher den ersten Bürger der Stadt, Herrn Franz Josef Mormann. Bitte sehr, Herr Mormann, the stage is yours. Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass so viele hierher gekommen sind, diese Halle wunderbar gefüllt ist und natürlich zuallererst nochmal an das Autohaus Moll und an Sie, Frau Peters, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Einen Tag oder zwei Tage ausräumen hier für uns, das ist wahre Gastfreundschaft. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Meine 25. Wirtschaftstreff, das ist das Thema heute Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und 15 Jahre, das hängt damit zusammen, Wirtschaftsnetzwerk für Karst. Wir alle sind für Karst. Ich sage das mal einfach so vorneweg. Und wir wollen Wirtschaft in dieser Stadt, wir wollen Wirtschaft für diese Stadt und wir wollen, dass diese Stadt blüht und gedeiht. Wirtschaft, das ist der arbeitende, produzierende, unternehmende Teil. Das sind eben nicht diejenigen, die an vielen anderen Stellen der Gesellschaft viel Gutes tun und die Gesellschaft zusammenhalten, sondern das sind halt die, die irgendwie das Rad drehen, damit die Steuern, damit das Geld und dieses alles funktioniert. Und das ist eine wichtige Sache. Wir haben es ja vor kurzem erst erlebt, wie es ist, wenn Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Und deshalb ein ganz, ganz herzliches Willkommen an Sie alle, die den Caster Wirtschaftstreff über 15 Jahre bis zu diesem Tag des 25. Treffs gebracht haben. Meine Damen und Herren, mein Auftrag ist, ganz kurz auf diese Themen einzugehen, die wir bearbeitet haben. Und vieles betrifft die gesellschaftlichen Randbedingungen. Wir haben über Steuern und Euro, wir haben über Wirtschafts- und Strukturpolitik, über große Koalition und deren Politik, wir haben auch über Kommunalpolitik gesprochen. Da werden gewisse Randbedingungen gesetzt. Da braucht man das Miteinander, um zu sagen, nach welchen Richtungen wollen wir gehen. Und da braucht man Menschen, die miteinander sprechen und im Netzwerk zusammenhalten.
Sie haben gewisse visuelle Eindrücke. Sie sehen, wer alle bei uns hier gewesen ist. Sie sehen, welche Locations, wie man heutzutage sagt, also welche Orte der Veranstaltung wir genutzt haben. Sie wissen, dass wir vieles versucht haben und dass wir immer wieder Neues versuchen, so auch mit diesem wunderbaren Abend. Meine Damen und Herren, aber der Wirtschaftstreff hat sich nicht natürlich nur mit Politik beschäftigt, weil die eigentliche Innovation in der Wirtschaft kommt über viele, viele, manchmal bis dahin unentdeckte neue Dinge, wie zum Beispiel Multimedia und Internet, wie Fragen des Technologietransfers, wie das Thema neue Märkte. Und natürlich sind wir stolz darauf, dass wir in Karst auch manchmal der Standort sind, wo Büros sind, die ganz Großes machen, zum Beispiel ein Bundeskanzleramt bauen. Wir kennen aber auch was von Verbraucherschutz. Bärbel Höhn war hier und wir haben einen Einblick gehabt in ganz neue Art von Landwirtschaft. Und wer Karst beobachtet, weiß, dass Landwirtschaft von heute nicht mehr die Landwirtschaft von vor 60 Jahren ist. Auch nicht von 50, nicht einmal von vor 20. Heute hochspezialisiert, qualitätsvoll und natürlich immer im Dialog auch mit den Menschen, mit den Verbrauchern. Und dann der Sport. Das waren die letzten richtigen Innovationen mit den letzten Treffs, einfach zu erkennen, was bringt der Sport in die Wirtschaft hinein, was brauchen wir auch an Sport, damit Menschen aktiv sind, damit der Kopf gesund bleibt, der Körper gesund bleibt und man wirklich wirtschaften kann. Und demnächst machen wir mit Frau Höhler weiter, dann machen wir Ethik. Weil allein Sport, allein Kopf, allein Körper nutzt nichts. Es muss auch eine Orientierung geben, es muss eine Wertorientierung geben. Und die Wertorientierung für den Karster Wirtschaftstreff, das darf ich sagen, das war immer Karst. Karst am Niederrhein, 42.000 Einwohner, die bedeutendste mittelständische Stadt an diesem Ort. Es gibt keine, die bedeutender ist. Karst, ist einmalig, meine Damen und Herren. Und ich sehe der ein oder andere, der lächelt darüber. Wenn man hier groß geworden ist, wenn man hier Menschen erlebt, der verschiedensten Richtungen, wenn man hier erlebt, wie Politik gestaltet wird, wie man über Themen streitet, aber wie man auch wieder zusammenfindet, dann ist das das Erfolgsrezept. Und deshalb reden wir auch gerne mal vom Erfolgsstandort. Meine Damen und Herren, das Ganze hängt aber an den Menschen, die es machen. Die Menschen sind es. Die vielen, die vorhin auch persönlich begrüßt worden sind, vom Schützenkönig angefangen bis zum Theologen, bis zum Lehrer, bis zu jedem in seinem Felde, in dem er tätig ist. Meine Damen und Herren, darauf war es immer ausgerichtet, die Menschen zusammenzubringen in einer mittleren Stadt, mit einem klaren Bewusstsein zum Mittelstand. Wir haben natürlich auch einige Große, meine Damen und Herren. Wir sind froh, dass wir hier nebenan ein größeres Unternehmen haben. Wir sind froh, dass wir in Büttgen ein großes, weltweit verflochtenes Unternehmen haben, im Wirtschaftsleben ganz, ganz entschieden aktive Faktoren. Aber der nächste ganz große, meine Damen und Herren, auch in der Wirtschaft im Bereich der Dienstleistungen unterwegs, ich will ihn einfach mal nennen, das ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe. Da wird man sich vielleicht wundern, aber ich erwähne es. Dieser Bereich der Dienstleistung, der Gesellschaft, des Miteinanders, auch da sind wir stark, meine Damen und Herren. Und diese gesamte Kombination aus sozialem Gefüge, aus Menschen, die einstehen für diesen Standort, das macht Karst aus und das trägt den Karster Wirtschaftstreff. Und davon waren viele auch bedeutende Persönlichkeiten beeindruckt, die hierher gekommen sind. Wolfgang Clement, Franz Alt, Bärbel Höhn, Helmut Linzen, Frank Busemann, Eberhard Ginger, Erik Jehlen, um nur einige zu nennen. Auf die Menschen kommt es an, meine Damen und Herren. Die Menschen schreiben die Geschichte. Jeder einen kleinen Abschnitt, aber das ist das Gute. Meine Damen und Herren, damit komme ich auf einen Mann zu sprechen, der an dieser Stelle erwähnt sein muss. Johannes Fröhlings, der 10 Jahre lang den Wirtschaftstreff gestaltet hat. Und Johannes Fröhlings war jemand, der das mit vollem Herzen getan hat. Und der seinen Beruf als Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes in hervorragender Weise auch für diesen Standort zu nutzen wusste.
Er hat es mit der gleichen Liebe gemacht, wie die Landwirte, die Handwerker, die Kaufleute, die Dienstleister, alle anderen Caster auch, mit seinem Geschick und seiner Orientierung an der sozialen Marktwirtschaft. Und er hat in einem gemeinwirtschaftlichen Unternehmen gearbeitet, und das ist wichtig, dass wir auch diese unterhalten, meine Damen und Herren, dass wir gute Sparkassen haben, dass wir gute Genossenschaftsbanken haben, genauso wie wir große andere große Banken haben. Aber ein klein bisschen Berufung ist auch da drin, wenn man im öffentlichen Bereich unterwegs ist. Und ich glaube, von da kommt sehr, sehr viel an Innovation, die Johannes Frölings uns gebracht hat. Johanna Etienne Krankenhaus, wie viele haben es schon benutzt, der Tuppenhof, viele, viele andere Dinge. Ich glaube, Sie finden es nicht fehl am Platze, wenn ich Sie einlade, einen ganz kleinen Moment aus einer Achtung heraus für diese Persönlichkeit sich zu erheben. Ich danke Ihnen sehr, meine Damen und Herren. Und mit Johannes Frölings kann man sogar auch ohne weiteres weitermachen. Er hat niemals geklagt, er hat immer nach vorne geschaut und er hat gesagt, gestalte das, was morgen ist. Und auch in diesem Punkt ist Karst unterwegs, meine Damen und Herren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles funktioniert. Die Technik ist ja fantastisch spitze. Ist das nicht toll hier mit dem... Ja? Naja, ist einfach fantastisch gut. Jetzt wird gleich ein kleiner Hinweis kommen. Ja, ich muss ja ein bisschen auf die Überleitung warten. Ne? Mal gucken, nochmal gucken. Ah, da ist es. Wunderbar. Das wird Sie jetzt nicht wundern, aber man muss ja, was du siehst, ist besser als das, was du nur hörst. Ganz klare Sache. Und hier sehen Sie, was Karst ausmacht. Hervorragende Lage, 1A Verkehrsanbindung, gutes Wirtschaftsklima und erfolgreiche Unternehmen. Und Sie merken, ich bin jetzt wieder vom ganzen sozialen Gefüge ganz weg und bin bei der harten Wirtschaft, die wir auch miteinander machen müssen. Und da haben wir eben diese Vorzüge unmittelbar in der Metropolregion rund um Düsseldorf. Wir sind uns dessen bewusst. Wir haben Erwartungen an Düsseldorf, wir haben Erwartungen an den Flughafen, wir haben Erwartungen an die Metropolregion. Aber wir wissen auch, dass es viele Vorteile gibt, die wir mit großer Freude gemeinsam mit allen anderen Einwohnern dieser Region nach vorne bringen möchten. Und deshalb haben wir uns entschlossen, und jetzt kommt das nächste Bild, ein großes neues Gebiet zu wagen. Zu wagen, meine Damen und Herren, 50 Hektar blaue Fläche. Das ist hier wunderbar nochmal zu sehen, steht Karsterkreuz drin, Sie sehen das. Holzbüttgen S, das ist S, ist S-Bahn. Ne? Und da in der Kante sehen Sie Karsterkreuz. Das ist die Herausforderung, meine Damen und Herren, die wir seit einigen Jahren bearbeiten. Ich sage immer im Sternverfahren, weil Bürokratie ist nur dann schlecht, wenn man sie nicht kennt. Wenn man sie kennt, muss man eben auf 87 Ebenen gleichzeitig hantieren und siehe da, Schritt für Schritt kriegst du was nach vorne. Und es ist im demokratischen Staat sogar noch gut, dass man dieses alles unter Kontrolle hat, auch mit einem ordentlichen Maß an Bürgerbeteiligung. Und damit bin ich fast schon im Detail, denn ich kann Ihnen sagen, dass wir hierfür einen Rahmenplan haben und jetzt wird es so speziell, da ist der Bürgermeister nur noch Generalist. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Karst ist spitze und da macht dann der Herr Güsken weiter. Das ist ein Spitzenwirtschaftsförderer. Dankeschön.